Mein Name ist Selena Viena. Ich komme von Amerika, aus Alaska, dem Staat. Die Mutter des Friedens, sie hat mich hierher eingeladen, damit ich zu euch spreche. Über ein Zentrum der Hoffnung, ein Zentrum des Friedens, das die Botschaft der Hoffnung der ganzen Welt bringen wird. Wir alle brauchen die Hoffnung. Unsere Herzen, sie warten auf das Wort der Hoffnung, damit sie uns die Inspiration im Leben geben. Und dieses Wort ist Christus, gestern, heute und morgen. Er ist der Erlöser, der Heiland. Er schenkt uns den Sinn und die Hoffnung. Und so hat unser Leben das Ziel. Ich bin Studentin des Internationalen Theologischen Instituts in der Nähe von Wien, Österreich. Dieses Institut ITI wurde gegründet auf die Anregung von Papst Johannes Paul II., damit solide Theologen ausgebildet werden. ITI, es sind die Theologen, also die Ausbildung zu Theologen, in dem es auf der Philosophie aufgebaut wird. Wir studieren in Englisch und wir lesen also Philosophen wie Aristoteles, Kirchenväter, Thomas von Aquin und so weiter und die Heilige Schrift in Latein und Griechisch. Die Theologie ist nicht möglich ohne der Quelle, ohne dieser Quelle, und das ist das Gebet und das ist Gott. Und deshalb studieren wir, indem wir dieses kräftige, starke Gebetsleben haben, das sakramentale Leben, die Eucharistie, die Anbetung. Das Studieren, das auch die Psychologie einschließt und praktische Fragen, in dem dann Menschen ausgebildet werden, die sich dann konfrontieren mit den Fragen unserer Zeit. In der neuen Evangelisation ist es ganz besonders wichtig, die Aufmerksamkeit der Ehe und der Familie zu schenken. Johannes Paul II. Hat gesagt, so wie die Familie dann wird, so wird auch die Nation sein und so wird die ganze Welt sein. Mit der Hilfe der Theologie des Leibes, das Institut ITI, es schenkt besonders die Aufmerksamkeit der Theologie des Leibes, der Ehe und diesen Werten. ITI schließt auch die westliche und die östliche Tradition der Kirche, die nun mehr als 20 Länder mit einschließt. Ich studiere und ich bin befreundet mit den Studenten aus Österreich, Deutschland, Rumänien, Slowakei, Ukraine,
Litauen, Irland, Italien, Amerika, Indien und aus Asien und Afrika. Wir möchten all die Länder heute euch hier vorstellen. Ich rufe sie auf, dass sie kommen. Dass euch diese Erziehung stärkt und ändert im Glauben, damit ihr das Evangelium dann tragen könnt, wo der Herr es dann auch braucht, egal auch wo. Außerdem Magister in der Heiligen Theologie, der Ehe und der Familie, können Sie auch das Doktorat erreichen. ITI bietet dieses Programm an, das ein Jahr dauert. Und da können Sie auch diese Erziehung erleben, die dort geschieht. Denn Sie werden auch teilnehmen im Gebet in der Freundschaft unserer katholischen Gemeinschaft. Dass diese Art und Weise, dass der Mensch sich auch zurückzieht zum Gebet und dass er nachdenkt über die großen Lebensfragen, wohin führt mich Gott, wie führt mich Gott, wo werde ich die Liebe und das Glück finden. Was für eine Rolle habe ich in der Kirche und in der Welt? Mit einem Wort, was ist meine Berufung? Gott hat jedem Einzelnen von euch eine Sendung gegeben, das nur sie erfüllen können. Aber es braucht Zeit und Gebet, damit der Mensch dann versteht, in was sich dann das Ganze zusammenfasst, die Berufung. Also wir brauchen auch das Wissen und die Vorbereitung, damit der Mensch dann dienen kann, damit der Mensch dann für diese Berufung und dieser Berufung dienen kann. Und der heilige Paulus, er hat 7 Jahre in der Wüste verbracht und er hat Zelte gebaut, bevor er begonnen hat, das Evangelium zu predigen. Und das Internationale Theologische Institut ist dieser Ort, dieser Platz, da wo sie kommen können, da wo sie dann geschult werden für die Wahrheit Christi, indem sie dann rausgehen können und dann die Liebe und die Hoffnung Jesu den Freunden eurer Familie und der Welt bringen können. Schauen Sie unsere Webseite an. iti.ac.at Oder Sie tippen einfach bei Google Internationales Theologisches Institut Österreich. Schauen Sie, ob der Heilige Geist Ihr Herz anregen wird, damit Sie dann kommen und mit uns zusammen studieren. Sie können kommen und mit jemandem von uns sprechen. In unserer Gruppe befinden sich Studenten und Repräsentanten aus Dänemark, Deutschland, Amerika, Rumänien, Tschechien, Slowenien und Amerika. Be inspired to follow Christ. Следите Христа. Folgt Jesus Christus, folgt dieser Anregung.
Ich beende jetzt mit den Worten von unserem Papst Benedikt XVI. Die Liebe ist die größte Gabe für die Menschheit. Und das ist sein Versprechen und unsere Hoffnung im Namen Jesu. Amen. Danke den Mitgliedern vom Internationalen Theologischen Institut Papst Johannes Paul II. Aus Wien. Und auch die Botschaft möchte ich übertragen und weitergeben. Kardinal Schönborn, er grüßt alle Jugendlichen, die mit dabei sind aus der ganzen Welt und die auch zuhören. Und jetzt bitte ein Lied. Time to give your heart.
Just as you are.